So. Abheben das Bücherregal, das war die Position, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Nachdem wir in der Bibliothek von einem Schatten und irgendwas anderem verfolgt worden, diesem Verfolgungsvieh, was immer da ist. So, wir sind über den Haufen an Büchern geklettert und sind immer noch in der Bibliothek. So, da ist eine Tür mit flackerndem Licht. Müssen wir ja nicht sofort reingehen. Wir können uns hier erstmal ein bisschen umgucken. Okay, noch mehr Licht. Aber da will ich jetzt mal drauf zusteuern. Ich glaube, es ist fast hell genug, um nicht mehr die Nachtsicht zu benutzen müssen. Ha. Oh, okay. Wow, 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 wow. Falsche Richtung. Okay, wir laufen zurück. Das ist Jessica. Wir laufen. Ja, wir müssen hier hinterher. Es gibt keinen anderen Weg. Wo lang? Wo lang? Okay, hier lang. Ja, wir kriegen. Okay. Okay, ich habe mich jetzt nicht wirklich erschreckt. Irgendwie war es nämlich fast klar, dass das Vieh kommt. Ist auch egal. Wir sind nicht mehr in der Schule, wir sind in der Mine und ja, diesen kleinen Rollwagen müssen wir wohl irgendwo platzieren, damit wir irgendwo oben drüber kommen. Wo denn oben drüber? Ah, da oben drüber. Okay, dann einmal hier ran, einmal da hoch, einmal da rüber. So, dann geht es in der Mine weiter. Die Musik ist schlagartig wieder etwas düsterer geworden. So, wo muss ich lang? Die Bandagen brauche ich nicht. Ich bin nämlich schon voll mit Bandagen. So, wir gucken jetzt einfach mal weiter. Es geht nur nach unten. Lynn! Sie schreit in der Ferne. Es grunzt in der Ferne. Ja, es klingt ja super. So, einmal hier durch. Okay, dann wohl da unten durch. So, wo jetzt lang? Da lang? Nein. Okay, da kommt Vieh. Da können wir nicht lang. Ein bisschen geistesgestört, was er da für Geräusche macht. So, wir müssen jetzt hier mal weg. Ah, fuck, ey. Voll in die Enge getrieben. Wo müssen wir lang? Ja, das sieht gut aus. Batterie. Nimm die Batterie. Nee, mit. So, wohin? Halt wieder total in die Enge hier getrieben. Ich bin ja gerade ein bisschen planlos. Okay, hier nochmal durch das Loch, aber ich glaube, da komme ich her. Egal. Ach, ich hätte mich hier nicht heilen sollen. Krieg ich mir mal hier weiter. Na, komm. Jetzt hat er mich dann wieder rausge... Fuck. So eine Mistkröte. Hier, komm. Blake verschwinde, da wollte ich sagen. Hat aber nicht funktioniert. Okay, wir probieren das nochmal. So, okay. Wir sind wieder am Stoppoint, da an dieser Ecke. So, hier rechts kommt das Vieh gleich, wir klettern hier durch. Wobei ich jetzt im Nachhinein weiß, dass das der falsche Weg ist. Weil das ja der Weg ist, den wir kommen. Oh komm, echt, ich bin da gerade erst rein, du kannst mich nicht schon rausziehen. Warum ist das Vieh so schnell? Oh, da kriege ich ja ganz schnell Aggression bei sowas. Mann! Nee, Leute, so macht das keinen Spaß. Gut, dann jetzt halt nochmal so interagieren. Gut, das ist nämlich der Weg, diese Tür, vor der ich eben stand und eben schon gestartet bin. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So.
Okay, jetzt bin ich an der Stelle. Jetzt muss ich hier wieder irgendwo drüber klettern. Ich weiß nur die Stelle noch nicht. Okay, es muss ja irgendwo eine Stelle geben, wo ich drüber kann. Hier in dem Kopf ist sie nicht. Definitiv nicht. Okay, muss irgendwo anders sein. Das Vieh ist noch da, ich höre es. Okay, da oben. Da muss ich rüber. So, hoch. Petro hoch. Oh. Ah, schade. Gut. Okay. Es gibt mehrere und die sind mehrere bereit, mich zu töten. Wir rennen mal wieder. Wir rennen die Treppe hoch. Wir rennen die Treppe hoch. Okay. Hier irgendwie springen. So, okay. Jetzt, wo sind die? Ja. Mann, fuck! Okay, ich muss hier unten durch. Unten durch. Durch. Blake! Das sind voll die Stressmomente. Vor allem, ich bin schon durchgekrochen und der steht mich immer noch mit seiner dämlichen Machete. Und jetzt ist Blake hier langsam. Weil er natürlich angeknackst ist und stirbt hier. Super. Aber hey, wir sind schon mal ein Stückchen weiter. So, wir sind ein Stückchen weiter und starten jetzt. Ja, bei den Treppen wieder. Okay, dann kommt gleich der Sprung. Und dann muss ich relativ zügig da drunter durchkriechen. So, einmal gesprungen, so, ducken. Nein, andere Richtung. Mann, Blake. Patrick. So, hier, genau. Durch, hoch, weiter. Etwas schneller, gerne. Danke. So, da rein. Da rein. Treppe hoch. Oh, ey, wie schnell sind die Viecher, ehrlich. So, einmal hier rüber. Vorsichtig. Vorsichtig. Weiter. Ja, komm. Wir haben es gleich. Links. Ja, ich glaube, der Weg ist richtig. Ja, guck mal, da sind die beiden. Da, wo eine Treppe ist, ist auch ein Weg. Weiter. Wow. Okay. Das ist Jessica. Okay, und das ist wieder dieses Verfolgungsvieh. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das mit dem Heilen an der Position. Nein, war es nicht. Hätte ich mir total schenken können, ganz ehrlich. Ja. Gut, wir werden jetzt wohl gleich wieder in dieser Position starten. Und jetzt renne ich gleich weg. Rennen. So. Wir rennen weg vor dem Vieh. Wir rennen einfach mal. Ich renne jetzt hier geradeaus. Ich werde schon irgendwo rauskommen. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass die anderen Türen überhaupt auf sind. So, wir sind mal wieder in einem Bad gelandet. So, wir verstecken uns mal hier. Sieht im Moment relativ ruhig aus. Kommt er nach? Ja, er kommt nach, auf jeden Fall. Ja, schön. Tür schließen war meine Idee, allerdings sollte ich drinnen sein. Komm, mach die Tür zu, wenn du drinnen bist. So. Jetzt hoffen, dass hier nichts passiert. Okay, das ist der erste im Spiel, der scheinbar singen kann. Jedenfalls klingt das nicht so schlimm wie die anderen Sänger. So, dann starten wir nochmal an der Stelle. So, falsche Richtung. Lauf. Weg vor dem Vieh. So. Ja, wir haben wieder den Rennmodus. Das heißt, wir schleudern unsere Fäuste von uns weg. So, Toilette. Ich glaube, es ist scheißegal, wo man sich versteckt. So, wir verstecken uns jetzt hier und dann hoffe ich, den richtigen Zeitpunkt abpassen zu können, wenn er vorbei ist, dass wir dann hier rausrennen. So. Ja. Das war nicht der richtige Zeitpunkt, das war der falsche. Das heißt, wir machen das nochmal. Okay, hey. Wir starten nicht mehr auf der Treppe, wir sind in der Toilette gestartet, was ganz gut ist. Jetzt haben wir das Vieh quasi nicht mehr vor uns oder hinter uns. Also es ist schon noch hinter uns, wie es aussieht, aber es ist jetzt nicht mehr auf der Treppe. Und ich glaube, ich laufe direkt zurück zur... Ja, genau. Treppe. Jetzt nach oben, jetzt ist der Weg frei, jetzt können wir hier durch. Ja, sehr schön. Tür, komm. Ich muss die Tür nur noch aufmachen, Blake. Und wir sind...
Du bist nicht böse, Blake, du bist nur verwirrt. Egal, ich bin nicht verwirrt. Du nervst einfach nur. Ich muss mich nicht verstecken, doch ich muss mich verstecken, weil du mich umbringen willst. Du musst sicher lang. Nein, ich will deine Hilfe nicht. Okay. Okay. Noch ein Galgenrätsel. Wir sind wieder in einem Klassenzimmer und ich werde jetzt definitiv gerade nicht verfolgt. Es ist absolute Ruhe. Wir haben einen Schreibtisch in der Mitte, der mit dem Zettel die restlichen Linien etwas verstreut. Okay, Tür Nummer 1 ist zu. Tür Nummer 2 ist die Tür, aus der ich gekommen bin. Und ich weiß gerade nicht. Okay, Tür Nummer 1, 2 auch verschlossen. Daher weiß ich jetzt im Moment nicht, wo der Ausgang ist. Wir sind hier gefangen in einem Klassenzimmer. Für einige vielleicht eine absolute Horrorvorstellung. Ja. Gut. Ich bin hier gerade ohne Anhaltspunkt. Auch das dritte Aufheben dieses Zettels hilft mir gerade nicht weiter. Auch das vierte nicht. Tell. Ja, ich weiß nicht, was da drauf stand. Habe mich aber auch nicht bemüht, es zu lesen, zu verstehen, zu raten. So. Also es gibt einen Ausweg aus diesem Raum, das weiß ich. Weil ich habe ja das Spiel jetzt aktuell auch schon durchgespielt. Ich habe ihn auch jetzt während des Kommentierens schon gesehen. Problem ist halt, wie so oft während des Spiels sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt habe ich den Wald gesehen. Das ist nämlich das Fenster, aus das wir wieder rauskommen. Und da geht es dann für uns demnächst weiter.